Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind mal wieder bei ein paar Brücken und ich stelle erfreut fest, ja, die Züge bewegen sich. Okay, gut, ich gebe zu, es ist nur einer, es ist die Unilinie, aber immerhin. Gut, wir sind hier stehen geblieben mit unserer Linie für den 1,2 Kilometer langen Personenzug. Wir sind eigentlich schon ordentlich weit gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinwollen. Und ich möchte das Ganze auch so bauen, wie wir eigentlich ja, die Strecke gemacht haben für den ganz langen Güterzug. Nämlich, dass wir jetzt nicht nur bauen an dem Ding, sondern auch mal wieder noch zwischendrin was anderes machen. Ich würde aber vorschlagen, wir bauen jetzt mal ein bisschen weiter, weil wir sind ja eigentlich ziemlich in der Mitte. Ich möchte irgendwie natürlich noch nach Köln. Und hier geht es dann noch weiter. Hier haben wir noch Los Angeles und so weiter. Da hinten unter Zermatt. Ja, ich weiß nicht, ob wir nach Los Angeles reinkommen, aber zumindest in die Nähe. Und was ich auch möchte, da gab es eine schöne Idee von euch, nämlich Heisi nutzt doch die Bergstrecke mit und den Kreisel. Da würde ich sagen, ja, das schauen wir uns an. Die Bergstrecke, oh schön hier, die Bergstrecke ist in der Nähe von Graz. Also das müssten wir eigentlich hinkriegen, aber das ist natürlich noch ein Stück. Graz ist da ganz, ganz weit hinten. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, wir bauen mal ein, zwei Meter weiter und gucken dann wegen einer neuen Geschichte. Und unterbrechen das mal kurz. Jetzt sind wir stehen geblieben hier. Das ist eigentlich fast schon ein Angebot, dass wir hier die Brücke mitnutzen. Allerdings, das würde ich nicht, weil eben das führt uns dann dahin zurück. Ich möchte nach Köln rein. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Gretchenfrage, wie sollen wir nach Köln rein? Wir könnten... Ach, ich habe ja hier eh schon gebaut. Was stelle ich denn hier für Fragen? Guck mal, wir haben es ja schon. Das muss ich nur verbinden. Okay, gut, also das haben wir ja. Stimmt, da habe ich die Steinbrücke gemacht. Ja, da ist halt auch schon wieder ein Tag dazwischen und aufnehmen und Sachen machen. Ja, sehr gut. Wie wir dann hier hinten weiterkommen, das sehen wir dann. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal dort ins Gleis rein. Von wo kommend? Von hier oben kommend. Gut, hinter dem Tunnel durch, würde ich sagen. Wenn wir hier mal ein Gleis uns schnappen, das wäre das hier. Mal irgendwie den hier. Ja, wir können... Ich mach's mal so und dann von hier... Genau, hier dran vorbei, aber ohne, dass irgendwie das Tunnel gekappt wird, das möchte ich nicht. Ich guck mal schnell, ne, guck mal, jetzt haben wir schon gekappt. Also wir müssen tatsächlich diese Höhe haben. Ist okay. Dann zurück, da brauchen wir aber die Höhe nicht mehr. Da schauen wir mal, dass wir irgendwie so hier runterkommen. Oh, ne, guck mal, das ist ja perfekt, weil, ja, ihr seht es ja selber, hier ist ja nochmal ein Gleis. Wäre dann nochmal eine Brücke. Hm, ich weiß nicht, ob das gut aussieht, wenn wir jetzt hier so eine ewig lange Brücke haben. Das werden wir rausfinden. Vielleicht mal mit ihr hier. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht, weil wir gesagt haben... Ja, weiß auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben. Die haben wir schon relativ oft. Und die hier ist angenehm unauffällig, würde ich sagen. Ja, was wäre die Alternative? Ja, keine Ahnung. Hier irgendwie ein Bogen und dann wieder... Ja, ein Kringel zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt hier keinen Kringel haben. Oder, dass wir hier aufschütten und erst hier die Brücke haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich gucke mal, wie das wäre. Also, irgendwie plus, minus so. Dann schauen wir mal. Wir schütten mal. Ist nicht unangenehm, finde ich. Es verkürzt halt die Brücke. Ich möchte nicht unbedingt hier eine ewig lange Brücke haben. Ich finde das in Ordnung. Lass uns das mal machen. Wir könnten natürlich auch hier die Gleise nochmal kappen. Hier, dass wir hier nicht andocken und hier schon früher runtergehen. Dann kommen wir aber hier wahrscheinlich nicht am Tunnel vorbei. Deswegen lasse ich das mal. Wir machen es mal so. Finde ich tatsächlich gut. Und dann wollen wir ja hier an die Brücke ran. Oder wir machen das anders, nämlich so. Gehen da rein und dann haben wir hier... Ja, wobei ich muss sagen, die Steinbrücke ist jetzt auch nicht so brutal hässlich. Wisst ihr warum? Weil wir hier eben auch eine Steinbrücke haben. Kommt, das machen wir so mit der Steinbrücke. Ist das hier okay? Ja, also da kommt ein Zug dran vorbei. Das passt. Das finde ich viel besser wie das, was ich vorher hatte. Das ist zwar eine wirklich auch schöne Brücke, das andere, aber die passt auch viel besser. Gut, und jetzt müssen wir das im Prinzip nur noch zusammenklöppeln. Wenn wir dürfen, liebes Spiel, irgendwas rechnet es gerade wieder. Na, nee, das nicht. So wollen wir es. Jawohl, so geht's auch. Und da rein geht auch. Gut, und dann haben wir, weil wir gestern schon vorgearbeitet haben, hier diese Brücke, die uns hier rüberführt, hier am Bahnhof vorbei, hier schön zwischen Wasser und Häusern. Und dann sind wir hier hinten. Jetzt müssen wir wissen, wo wir jetzt hin wollen. Also irgendwie hier lang. Dann würden wir hier vielleicht sogar andocken. Und dann würde uns das hier rüberbringen. Das fände ich schon mal gut. Ist das nicht eh der lange Güterzug? Ne, das ist die Unilinie. Moment. Auge? Naja, das ist die Unilinie, schwarz.
Ja, das können wir doch machen. Ja, warum denn nicht? Das ist ja im Prinzip schon fast vorgegeben, was wir hier machen oder machen können. Und immer schön aus dem Augenwinkel gucken, was die Züge machen, richtig sie fahren. Da sind wir froh, sonst müssen wir dort wieder gucken. Ich sag gerne nochmal, das ist nicht mal ein Müssen. Ich mache das extrem gerne. Tatsächlich dieses Rumklüngeln. Jetzt hier runtergehen ist nicht so ideal, weil hier brauche ich nur die Höhe wieder. Oh, aber guck mal, da sind gleich 3 Züge unterwegs. Ah, oh, sehr schön. Ja gut, aber irgendwie jetzt hier schon wieder eine Brücke. Ja gut, es geht halt nicht anders. Gut, wir könnten ja aufschütten. Warum haben wir denn hier so einen Bogen? Das gefällt mir halt auch nicht. Lasst mich mal schnell gucken. Hier so dran vorbei. Das gefällt mir besser. Dann haben wir hier nochmal eine Brücke. Lasst uns das mal so machen. Hier wieder an den Fels ran. Und hier gerne nochmal die Steinbrücke. Oh, aber... Oje, oje, die kommt mit den Füßchen nicht ganz runter. Wie sieht's mit der aus? Die kommt mit den Füßchen runter. Ist aber keine schöne Brücke. Wie sieht's aus bei der Holzbrücke? Weil hier haben wir keine Straße unten durch. Oh, das ist doch auch nett. Das ist halt wirklich einfach die erste Strecke, die man hier in Köln gebaut hat. Hier mit der Steinbrücke. Später hat man hier diese Stahlgitterbrücken, Stahlbogenbrücken gemacht. Und jetzt hat man hier halt, ja, dass man das trotzdem mitnutzt. Ich würde hier die Holzbrücke nehmen. Finde ich sehr gut. Dann geht das hier lang. Finde ich eigentlich auch gut. Was macht das hier? Ja, es schüttet halt auf. Das ist völlig okay. Schütte mal auf. Jetzt hier rüber. Wir müssen eigentlich die Höhe haben, dass wir da vorne reinkommen. Oder rankommen. Jawohl, aber das mache ich auch von hier kommt. Dann habe ich die Brücke nämlich bereit. Aha, nee, da ist dann irgendwie eine Krümmung zu groß. Sagen Sie mal. Krümmen Sie mal. Jetzt geht's. Okay, dann haben wir hier die Brücke. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir die Brücke. Das ist auch in Ordnung. Das machen wir. Gefällt mir. Wie gesagt, die Ausweichstrecken. Wie sieht das hier aus? Kein Geländerwurks. Auch schön. Die Ausweichstrecken für diese Linie, die bauen wir am Schluss. Das macht jetzt meiner Meinung nach noch keinen Sinn. Und da müssen wir dann erstmal gucken, was ist da ja dafür prädestiniert. Hier kommen wir auch rüber. Ja, das ist ja herrlich. So, dann fahren wir hier mit diesem 1,2 Kilometer langen Personenzug einfach mal irgendwie an Köln vorbei. Was macht das hier? Das geht da lang. Oh. Ja. Oh, das wäre natürlich auch. Guck mal. Wie wäre es denn, wenn wir... Ich baue das mal bis hier hin. Wie wäre es denn, wenn wir hier auch noch ans Gleis rangingen? Und hier auch noch rüberdüsen. Da wird nochmal ein Gebäude entfernt. Was haben wir denn hier alles? Ja, das ist... Wir sehen es gleich. Alles mögliche Baumstämme. Das sind Güterzüge und so weiter. Okay, die hier tatsächlich über Köln hinwegfahren. Ah, mit dem deutschen Krokodil. Genau. Ja, ich überlege mir wirklich gerade hier lang. Dann hier nochmal am Dom vorbei. Ja, da geht das hier irgendwie hier lang. Eigentlich von der Idee her schön, aber ich möchte halt... Was möchte ich denn? Da haben wir Los Angeles. Ich möchte schon irgendwann in die andere Richtung. Weil, ich hätte fast gesagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, tatsächlich jede Stadt anlaufen zu wollen. Wobei, da muss man dann auch wieder sagen, was wäre daran denn ein Fehler? Also das können wir auch machen. Das Problem ist einfach, wir bauen natürlich 3 Jahre und 4 Tage. Hallöchen Zug. Ja, würde ich lassen. Ich würde es tatsächlich lassen. Wo bin ich jetzt mit meinem Gleis stehen geblieben? Irgendwie hier unten doch. Ach nee, hier oben. Okay, von hier irgendwie nach hier hinten. Dann haben wir hier einen Tunnel. Das finde ich auch schon wieder nicht so schön. Oder hier vielleicht mal ein bisschen die Pampa raus. Hier einmal den und dann hier einmal den Fluss entlang. Hier nach vorne und dann Richtung Los Angeles und hier dran vorbei. Wäre auch eine Option. Kommt, wir bauen mal, damit wir ungefähr wissen, wo lang. Dann nochmal ein Stückchen hin. Nämlich irgendwie so. Einfach, wenn es irgendwie geht, hat nicht in den Tunnel. Oh, aber ich sehe schon. Ja, das wird ohne Tunnel in die Richtung fast nicht gehen. Das gefällt mir auch nicht. Wie ist es denn, wenn wir hier tatsächlich den hier machen? Und dann zum Beispiel hier weggehen. Dann kommen wir hier wahrscheinlich in den Tunnel rein. Das wird nicht anders gehen. Da haben wir noch einen Kringel. Es wäre natürlich auch schön, da irgendwie eine Kringel rein. Aber ja, nee. Aber wisst ihr was? Wir machen das tatsächlich so. Wir düsen hier nochmal hier lang. Weil das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. So, einmal über Köln hinweg. Hat das angedockt? Doch, es hat. Wenn ich das jetzt hier mitnehme, geht problemlos. Da wird einfach ein Gebäude entfernt. Damit können wir leben. Machen wir mal. Da werden nochmal Gebäude entfernt. Ja, sie stellen sie hier wieder hin. Das ist egal. Oder können wir hier schon raus? Wir haben ja absolut freie Hand. Wir müssen überhaupt nichts beachten. Ja, außer... Ja, ich weiß auch nicht. Nee, eigentlich nichts.
Irgendwie so dann den hier, dann ist da wieder ein Gleis, dass wir da nochmal andocken. Würde uns dann hier vorne führen. Finde ich jetzt auch wieder nicht so ideal. Irgendwie hier rüber und dann unter der Brücke durch. Wie ist denn, wenn ich das hier hochziehe? Ich mach das mal. Also es ist natürlich, also das macht halt einfach wirklich einen Riesenspaß. Es ist tatsächlich so. Weil wie ich gesagt habe, man kann halt wirklich einfach komplett frei bauen. Hier nochmal ein Bahnübergang. Das wird die Kölner freuen. Mache ich. Und dann irgendwie hier lang. In die Richtung und dann gucken wir, was wir machen. Dann werden wir hier unten, wie gesagt, werden hier auf der linken Seite. Ja, hier ist dann eh Feierabend. Dann geht das da irgendwie da lang. Irgendwie parallel hier oben. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir bauen das mal bis hier hin. Jawohl, da wird noch ein Gebäude entfernt. Ich denke, wir können uns merken. Moment. Ne, nicht ins Gleis rein. Das natürlich schon nicht. Sondern wenn, dann so. Ne, ich lasse es mal. Ich würde sagen, wir können uns merken, dass wir hier in Köln stehen geblieben sind. Weil, eben, ich möchte jetzt nicht über 5, 6 Folgen einfach diese Linie bauen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, das macht viel Spaß. Was natürlich auch Spaß macht, sind andere Linien. Wir machen hier ein Päuschen. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe das bei der Güterzuglinie schon gefragt, ob das für euch okay ist, wenn wir den Bau von so etwas, von so einem langen Projekt auch mal unterbrechen. Ich kann mich erinnern, die meisten haben geschrieben, ja mach, ist doch okay. Gut, also. Dann hätten wir nämlich noch eine Regio, die fehlt von Hackermoos nach Los Angeles. Und da ist die Idee dahinter, dass ich in Los Angeles immer noch finde, hier haben wir noch ein paar freie Gleise. Das finde ich nicht nur, das ist eben auch so. Wir gucken mal schnell. Ja, freie Gleise ist der Vorname. Guck mal, hier ist alles tatsächlich noch frei. Also von Hackermoos nach L.A. Ich würde sagen, lasst uns gleich mal die Linie machen. Dann sehen wir wieder, was das Spiel von der Idee hält. Hackermoos, ich mach mal die Doppel-1. Hackermoos müsste es irgendwo hier oben, dachte ich. Da ist Hackermoos. Wenn wir hier gerne rein wollen, hier haben wir auch noch freie Gleise, das passt also hervorragend. Ich bin fast überzeugt, dass das funktioniert, da werden wir keine Fehlermeldung haben. Die Frage ist, was macht das Spiel draus? Im Moment rechnet es gerade noch. Jetzt hat es was gefunden, hier mit einer unglaublich schönen Fleischfarbe. Können wir die überspringen? Die kommt halt beim nächsten Mal wieder. Kommt, wir machen mal ein Tiefblau. Weil das sieht man halt nicht. Das ist irgendwie fast die Gleisfarbe. Also, dann haben wir hier das Blau. Nehmen die mal raus und dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir es eingleisig, eingleisig, eingleisig. Da haben wir es für meinen Geschmack schon viel zu lange eingleisig, ganz klar. Ich gucke aber sowieso erstmal, ob das irgendwie Sinn macht. Oh, auch nochmal hier auf die Brücke rauf. Halleluja. Und ich ahne es genau durch Dortmund durch. Ne, das werden wir definitiv so nicht machen. Das machen wir anders. Wo ist L.A.? Da hinten. Gut, es wäre natürlich, es wäre die direkteste Strecke. Also das ist ganz klar. Wenn wir jetzt wirtschaftlich spielen würden, würde ich so machen. Ganz logisch. Das führt uns da direkt in Los Angeles in den Bahnhof rein. Aber ich möchte hier nicht durch den Bahnhof durch. Definitiv nicht. Und die Brücke möchte ich, wenn es irgendwie geht, auch nicht nutzen. Was hätten wir hier für Alternativen? Ewig lange gar nichts. Aha, hier haben wir gar keine Brücke mehr. Das ist die einzige, die hier rüberführt. Ja, hier unten ist nochmal eine, aber die ist zu weit weg. Was ist denn das hier? Das ist eine Straßenbrücke. Und ein Schiff. Mhm. ja, vielleicht die Brücke mitnutzen. Und dann hier aber was anderes machen. Die Frage ist halt, was sollen wir hier anders machen? Guck mal, wie sie alle fahren hier. Im Bereich Dortmund und im Bereich der Brücken. Wir könnten das schon so machen, hier durchfahren. Das ist nicht verboten. Das ist aber eigentlich kein Durchfahrtsgleis. Hier vorne wieder raus. Ich guck mal, wer ist hier schon unterwegs? Das ist eigentlich machbar. Guck mal, hier außen ist gar niemand. Ich muss die Farbe nochmal ändern, weil sonst sind wir nicht sicher, was das hier ist. Was haben wir hier nicht? Ein Rot, ein Knallrot. Mhm. Also das ist eine andere Linie. Wir sehen, hier geht eigentlich nur ein Zug rein. Also hier haben wir natürlich ein paar Züge, das ist mir klar. Aber hier geht nur einer rein. Warum nicht nochmal durch Dortmund durch? Ja gut, dann könnte man in Dortmund anhalten. Da haben wir das Problem, dass wir natürlich eine Verbindung haben von L.A. nach Dortmund. Und von Hackermoos nach Dortmund haben wir auch eine. Das ist der Zentralbahnhof. Hier haben wir überall Verbindungen. Ich möchte mal wissen, was das hier für eine Linie ist. Das ist die Regio 3 Nürnberg Zentralbahnhof, von Nürnberg kommend. Fährt die weiter? Ne. Oh, hier hinten wird es dann... Ja, hier wird es ein bisschen bunter. Wer ist hier alles drin? Das wäre die Regio Cuxhausen. Okay, also immer halt logischerweise nach
zum Zentralbahnhof. Aber wir sind ja hier oben, hä? Ach so, nee, wir sind ja rot. Also was erzähle ich denn? Ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht so, dass hier unbedingt nochmal ein Zug rein muss. Auch wenn ich sehe, dass das nicht allzu viele Linien sind. Hier sind es dann halt doch relativ viele. Ich würde es anders machen. Da ist eh gerade ein Zug und der muss sogar warten. Sehen wir hier. Apropos warten. Die ist hier. Hier wird gefahren. Nochmal kurz die Kontrolle. Ja, guck mal. Wunderbar, hier wird überall gefahren. Also, die Brücke vielleicht mitnutzen. Okay, aber da müssen wir was anderes machen. Zum Beispiel hier raus. Oder zum Beispiel hier lang. Aha, guck mal. Ja, das führt uns hier oben. Ja, im Prinzip durchs Depot durch. Beziehungsweise, da könnte man hier auf die Umfahrung. Hier hinten lang. Dann hier. Und dann irgendwie, wir müssen dann nach da. Stimmt das? Da ist Los Angeles. Wir können natürlich... Oh, das wird jetzt hier tricky. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist halt ein bisschen die Frage, was ist die beste dahingehend? Auch, dass wir nicht Verkehr, den wir schon haben, dass wir den zusätzlich belasten. Weil sonst können wir mit dem Ding nicht fahren. Hier, das können wir mit Wegpunkten regeln. Also das geht problemlos. Die Frage ist, ob wir dann von dem Gleis da wieder reinkommen. Wie wäre das denn? Von hier kommend? Da müssen wir eigentlich gar nichts mehr bauen. Das haben wir ja hier mit dem Wegpunkt. Wir haben den Wegpunkt hier reinnehmen und dann kommen wir hier hin, haben wir hier auch noch Wegpunkte. Wenn wir hier den Wegpunkt nehmen, hier haben wir zwei. Kommt, wir schauen mal, ob das überhaupt geht. Also von Hakomos kommend, würden wir gerne hier lang. Wir sehen auch hier haben wir ein paar Züge drin. Das kann sein, dass es jetzt eine Fehlermeldung gibt, weil er von dem Gleis nicht nach L.A. kommt. Ja, das habe ich fast vermutet. Von Los Angeles zurück wäre dann hier lang. Machen wir auch mal. Wir haben hier halt auch Gleise, beziehungsweise Linien drauf. Das wäre dann irgendwie hier nach vorne und von hier kommt er halt nicht nach L.A. rüber. Da müssten wir irgendwo wieder in den Gleis rein. Irgendwie in das wahrscheinlich. Führt uns das nach L.A. Hier runter und hier, ja, oder hier. Oh, es ist, es ist gar nicht ohne. Wie sieht es denn aus, wenn wir... Ich überlege gerade, ich lasse die Wegpunkte mal drin, auch wenn wir hier die Fehlermeldung haben. Wir wissen ja, was es ist. Nur hier weiter düsen, das würde hier rüber gehen. Und dann hier irgendwie raus. Dann sind wir zu weit, im Prinzip müssen wir nach hier. Gut, wir schauen nochmal. Wenn wir hier drin sind und dann meinetwegen hier ausfädeln und hier zum Beispiel an die Brücke rangehen, das würde uns in den Bahnhof rein. Das ist nicht, was wir wollen. Nur hier rausgehen. An die Gleise ran, dann haben wir hier die Kreuzung. Das ist die einzige Gleiskreuzung, die wir tatsächlich haben auf der Anlage. Man sieht aber, sie funktioniert, weil hier steht keiner. Also von daher, wenn das hier reinginge, dann kommt man hier doch irgendwie. Ja, guck mal, da kommen wir hier wieder in die Gleise rein, die nach LE führen. Dann müssen wir hier halt durch den Güterbahnhof durch. Und man sieht, hier sind natürlich auch schon wieder ein paar Züge. Das ist auch nicht ideal. Was wäre denn ideal? Also ich bin tatsächlich fast versucht, die Linie so laufen zu lassen, wie wir sie haben. Weil diese Umfahrungsgeschichte hier. Wir haben hier auch viele Züge drauf auf den Gleisen. Und hier vorne. Ja gut, eben hier raus und da rein. Und dann hier rüber, dann werden wir in den Gleisen. Haben wir hier irgendwie Weichen? Nee, wir kommen dann tatsächlich nur in die rein. Und das ist das, was uns da zum Bahnhof führt. Beziehungsweise hier mit dem Kringel in den Bahnhof rein. Klar, wir könnten hier wieder rausfädeln und dann, ja, das ist mir zu viel gebastelt. Wisst ihr was, wir machen das tatsächlich so, wie das hier, so wie das vom Spiel vorgesehen ist. Weil so schlimm ist es nicht hier mit den Linien, denke ich. Wir haben hier hinten genau gleich viele Linien. Wir machen hier mal den, also Wegpunkt raus und den auch und dann müsste das eh wieder stimmen. Das tut es auch. Und dann haben wir hier wieder diese Ausgangslage. Ja, das würde ich halt tatsächlich so lassen. Ich kontrolliere mal noch hier vorne. Und ich kontrolliere vor allem mal noch, wie sieht das aus, hier im Bahnhof drin. Wo düsen wir hier rein? Weil das ist mit Sicherheit belegt, das Gleis, würde ich mal behaupten. Ja, ist es auch, dass wir uns hier was anderes suchen. Hier hätten wir ein Gleis, dann müssen wir hier ins Gleis der Unilinie rein. Das finde ich auch nicht wirklich ideal. Aber wir haben doch hier, Moment, ich guck mal schnell, hier haben wir überall noch freie Gleise. Ah, da haben wir uns dann doch den Gefallen getan und ein Depot in den Weg gestellt. Damit wir hier ja nicht hier rüberkommen. Naja gut, soweit gedacht habe ich da natürlich noch nicht. Oh, wie sie hier alle fahren.
Komm, wir nehmen die Linie hier mal nochmal raus. Ach, das ist eh der lange Güterzug. Okay, ich wollte gerade mal nochmal gucken. Aber eigentlich sind wir nicht zum Gucken hier, sondern tatsächlich, wir wollen jetzt wissen, wie wir hier reinkommen. Allora, einmal den hier. Ja, irgendwie rüber halt. Die Frage ist halt, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Dieses Gleis ist, glaube ich, nicht benutzt. Mach dich mal auf die Seite. Nee, das hier wäre frei. Was ist denn das hier? Das ist noch ganz ein kurzes. Ja, für halt irgendwie einen kürzeren Zug. Das ist ein längeres. Sehe ich das richtig, dass wir hier... Hier kämen wir doch rein. Das würde doch gehen. Wenn ich hier den mache. Gleis. Ja, viel Platz haben wir nicht, weil hier halt wieder noch eine Weiche ist. Die ist vom Depot. Aber vielleicht von hier aus kommen da rein. Mhm. Oder auch nicht. Hier rein komme ich. Dann müssen wir die Weiche hier weiter vorne haben. Das geht nicht, weil hier die Weiche ist vom Depot. Wir können das Depot natürlich abreißen. Das ist einfach die Frage, ob wir das wirklich wollen. Weil, sagen wir mal so, ich finde, es sieht doch relativ nett aus. Das geht halt gar nicht. Warum geht denn das nicht? Ja, eben weil da halt eine Weiche ist, Herr Eisenberg. Ich habe es ja selber gesagt. Können wir irgendwie... hier raus? Ja, trotzdem bauen. Irgendwie hier rüber. Guck mal, das geht sogar. Okay, und was wollten wir dann in das Gleis rein? Das müsste doch gehen. Das ist ja hier... Das Grüne hier ist kein Bahnhofsgebiet. Daran? Das geht auch. Wie sieht das aus hier? Das sieht doch nett aus. Das gefällt mir. Komm, das machen wir. Einmal den hier, da müsste ich doch hier reinkommen. Jawohl, das komme ich nämlich auch. Sehr schön. Hier könnte man noch ein bisschen bemalen, denke ich mir gerade. Aber das ist jetzt im Moment gerade nicht das Thema. Wie sieht das hier aus? Die aktivieren wir mal noch. Und jetzt schauen wir mal. Die rote Linie in LE. Möchte die in das Terminal 13? Und ich würde aber vorschlagen, wir gehen in das Terminal. Warum sehe ich hier keine Zahlen? Moment, wir gehen ein bisschen raus. In die 13 rein. Sag mal, bin ich blind oder werden da die Zahlen nicht gezeigt? Also die Terminals. Was das denn doof ist? Na gut, das müsste das Nebengleis sein. Also halt nicht die 13, sondern hier die 14. Hä? Wie viele 13 haben wir denn hier? Hä? Hier stimmt doch was nicht. Moment, ich gehe mal schnell raus. Irgendwie... Nee. Hä? Beim besten Willen. Da stimmt doch was nicht. Irgendwie... Ich wollte gerade sagen, nee, das ist ja kein Durchfahrtsgleis. Das ist ein Kopfbahnhof. Hier können wir kein Durchfahrtsgleis haben. Das geht nicht. Aber was wir hier haben, sind schöne Züge. Also ab und zu muss ich halt doch mal nochmal gucken. Weil jetzt haben wir halt wieder Baufolgen. Ganz klar, hier müssen wir erstmal gucken, wie wir hier mit den Gleisen zurechtkommen. Und wir haben dann eben natürlich noch die Strecke von dem langen Personenzug. Da schadet es nicht, wenn wir auch mal einen Happen Züge uns noch gönnen. Also hier rüber da rein. Wir können das ja mal hier versuchen. Vielleicht sehe ich hier irgendwas. Terminals. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Jetzt sehe ich aber dafür wieder nicht, wer wo reinfährt. Doch, in der 13 waren wir drin. Ist das das hier? Nee, da wollen wir doch rein. Hä? Lass mich mal schnell gucken. L. Also hier mal raus. L. Wo ist meine L? Da ist meine L. Dann das Teil. Dann schieben wir das hier mal rüber. So, weil wir wissen, das Nebengleis ist frei. Dann reicht es, wenn wir die rote Linie haben. Schauen wir hier nochmal schnell. Terminals, jetzt sehe ich die Zahlen, wir sind in der 10 drin und wir wollen in die 11. Aha, okay, deswegen hat es nicht geklappt. Also nicht in die 10, sondern in die 11. Wäre hier. Jawohl, dann geht da hier eins rüber. Der ist genau so, wie wir es angedacht haben. Hier haben wir hier vorne kein Signal, sehe ich gerade. Haben wir hier dafür zwei? Was ist das denn hier mit den Signalen? Hier eins und hier eins. Okay, das können wir schon mal kappen, das ist kein Drama, aber das bringt so natürlich nicht viel. Aber jetzt mache ich, weil ich gerade hier bin und weil ich es gerade sehe, hier das eine Signal gleich mal noch hin. Nicht bei den Werkzeugen, sondern dann doch bevorzugt bei den Signalen. Mein Zwergi vielleicht. Ja, und zwar hier. Da haben wir keine Weiche. Hier kommt kein anderes Gleis rein. Dann können wir hier vorne doch problemlos noch ein Signal setzen. Ist aber die falsche Seite. Ach, das sind wieder die SBB-Teile natürlich. Okay, das klappt so nicht. Mit denen müsste es klappen. Jawohl, einmal so. Dann haben wir hier das andere Signal, das ist richtig. Gut, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch gleich mal gucken, ob das überall signalisiert ist. Ja, müsste, weil das ist Strecke, die wir mitnutzen. Also von daher, also den hier, ich gucke dann auch nochmal kurz in Dortmund natürlich. Hier geht das hier dran vorbei. Moment, ich kipp mal, das ist irgendwie ganz ein komisches Kamera.
gucken sonst. Ja, wir müssen damit leben. Da sind natürlich auch andere Züge bereits unterwegs und auf den Gleisen. Und hier steht einer. Ja, hier vielleicht eine Weiche noch. Der steht auch. Oh, nicht, dass wir dann schon bald wieder gucken müssen. Hier ist es eingleisig, geht hier aber wieder ins zweigleisige. Aha, dann geht das hier so rüber. Es ist hier zweigleisig. Aber wir hatten doch in der Nähe von Hakomos hat man, glaube ich, auch irgendwas, was nicht zweigleisig war. Da hat sich das sozusagen jetzt selber korrigiert. Ne, guck mal, hier ist es eingleisig. Aus irgendeinem Grund möchte er das nicht mitnutzen. Ist hier jemand drauf? Ja, also das Ganze funktioniert. Oh, hier haben wir auch was Rotes. Da machen wir hier doch glatt nochmal schnell was Gelbes draus. Und dann sehen wir, das ist eingleisig. Aha, geht hier nach vorne. Wir haben natürlich jetzt in Hakomos auch noch nicht geguckt, in welches Gleis wir rein wollen. Das ist interessant. Ist das hier nicht aktiviert? Nee, wie sieht es jetzt aus? Aha, und schon haben wir es. Gut, aber die Frage ist halt, ob wir wirklich hier in das Gleis rein wollen, weil hier ist wahrscheinlich schon jemand. Ach, nee, guck mal. Nee, hier ist ja gar keiner drin. Ja, das können wir natürlich machen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir die Gleise hier mal noch anschließen, die hier. Aber sagen wir mal so, es tut nicht Not, aber wir könnten es natürlich trotzdem. Kommt, ihr düsen irgendwo hier rein, wir machen das anders. Und zwar, ja, ganz einfach ausfädeln. Von hier kommend, ich würde hier sogar früher ausfädeln. Gerne mit einem Gleis. Das hilft dem Zug dann doch beim Fahren. Dass wir irgendwie hier rausgehen. Eingleisig? Nee, komm, das machen wir gleich mal zweigleisig. Zack, einmal den. Sieht das vernünftig aus? Ja, gefällt mir. Irgendwie hier folgen. Zack, das nehmen wir auch mit. Und dann müssen wir halt einfach der Linie natürlich wieder sagen, was er machen soll. Nämlich da in das Gleis rein. Ganz klar. Oh, ich sehe aber gerade, wir sind dann doch dezent eigentlich schon wieder über der Zeit. Komme ich da rein? Ja, das ist eigentlich eh, was ich wollte. Ja gut, aber dann machen wir das jetzt natürlich noch fertig. Und dann würde ich aber sagen, wir werden morgen nicht jetzt gleich wieder weiterbauen an der Personenzugstrecke für den langen Zug, sondern wir werden tatsächlich hier diese Linie fertigstellen. Das glaube ich schlauer. Dafür, wenn wir dann das haben, fahren wir natürlich mit dem Zug mit und danach, ganz logisch, bauen wir dann wieder an der anderen Linie weiter. Jetzt muss ich hier noch schnell wegen den Signalen gucken. Das ist soweit okay. Ah, wir düsen ja erst hier vorne rein. Dann können wir hier das Ganze machen. Dann können wir hier, wir können uns hier allen Ernstes noch einen Block gönnen im Bahnhofsbereich. Hier das bemalen möchte ich dann auch noch. Hier einmal den und wenn hier der Block ist, dann gibt es hier noch ein Signal. Gut. Ja gut, die Folge ist rum. Das können wir morgen machen, dass wir das neu einteilen, weil die Gleise haben wir, das passt. Gut, liebe Freunde, dann danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird hier fleißig weitergespielt. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.